Und hier ist das, das große Spielereich. Jetzt haben wir 2015. Wie lebt man mit diesem Erfolg bei so einem Spiel eigentlich, nach den 17 Jahren, dass man davon leben kann, ziemlich gut leben kann, wie auch immer? Ich meine, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das tun kann, was ich gerne mache. Und, aber ansonsten hat sich nichts geändert. Wir wohnen jetzt in einem anderen Reihenhaus, hier habe ich mehr Platz für ein Büro und so weiter, aber im Grunde genommen... Bist du ein bescheidener Typ eigentlich, tief in der Seele? Nein, ich bin zufrieden einfach. Das reicht mir. Also ich meine, ich bin glücklich. Ich muss jetzt, wenn ich einkaufen gehe, nicht gucken, bei jedem Artikel, was kostet er, muss ich jetzt 30 Cent sparen oder so. Das macht ja sehr frei. Und dann, denke ich mal, ist man schon auch schon reich, ja. Und aber Geld ist trotzdem nicht alles im Leben? Nee. Das lernt man das auch irgendwie auf eine gewisse Art für sich? Ja, ich denke, das lernt jeder mal irgendwann, ja. Das ist eben die Zufriedenheit bei der Arbeit wichtig ist. Ja, dass man dafür Geld bekommt, ist schön, aber wenn man mit einer Arbeit nicht zufrieden ist, dann nützt auch das Geld nichts. Dann ist man unglücklich letztlich. Ja. Wenn du dich selbst mit drei Eigenschaften beschreiben müsstest, was fällt dir ein? Was für ein Typ ist Klaus Teuber? Was sagt Klaus Teuber über Klaus Teuber? Ja, das gibt sicher viel zu erzählen. Dass ich neugierig bin, dass ich sehr viel Geduld habe. Das heißt, ich kann immer wieder, auch wenn es nichts war, von vorne beginnen. Und dass ich eigentlich auch ein leidenschaftlicher Mensch bin in Bezug auf das, was ich tue. Also wenn ich jetzt so ein Spiel entwickle, dann ist da eine Menge Leidenschaft dabei. Und dann, das alles bedingt, glaube ich, einander auch. Und wenn was weiter so, das müsste meine Frau fragen. Da wollte ich mich gar nicht darüber hinaus, was sagt die Frau?